Spiel ist ganz schön laut. Ich will es auch leiser machen. Moment. Lautstärke Mixer. Gibt es auch bei Terraria Options? Da Einstellung. Lautstärke. Jawohl. Auf Englisch? Hm? Hast du dein Spiel auf Englisch? Nein. Weil du gerade Options gesagt hast anstatt. Options ist doch voll krass eingedeutscht. Ich habe mich auch gewundert. Wird jetzt jede Woche eine neue Folge kommen oder ist das. Ich gehe von aus. Der Film wird aber auch erst auf Japanisch sein, oder? Oder denkst du direkt auf Deutsch? Japanisch, klar. Let's create an awesome character. Ich weiß ja schon, was für ein Charakter ich machen will, aber. Erstmal das Richtige finden. Also für die Aufnahme, Spoilerwarnung, ne? Careful hier. Achso, du hast schon Aufnahme an, oh mein Gott. Ja, gleich mal Charaktererstellung. Ich dachte, du hast ihn noch nicht an. Bei der Fluch von Musan oder von den Dämonen beträgt ja, dass die Dämonen Musans Namen nicht sagen dürfen. Ist das im Infinite Castle Arc was Infinite Castle was anderes? Es geht darum, dass du hintergehst und die Informationen weitergibst. Ja, aber sie dürfen ja allgemein den Namen nicht sagen. Das wurde in der Folge. Es wurde gesagt, dass er ein Feigling ist. Aber in der Folge wurde selbst gesagt, ja, dass man seinen Namen. War mal. Das solltest du nicht so ernst nehmen. Ja, weil mich hat das voll gewundert. Ich habe das random in Edit gesehen, dass Akaza den Namen gesagt hat. Und ich habe mich so gefragt, warum ist er nicht verreckt? Das solltest du nicht so ernst nehmen. Okay, aber I'm here. Ich glaube, du kannst mir jetzt joinen, glaube ich. Wenn du mich siehst, ich weiß es nicht. Ja, du. Sag, wenn du in deiner Welt drin bist. Bist du schon. Achso, ich muss rein in meine Welt vorher? Ich denke schon, ja. Ach nee, warte, ich muss meinen Charakter erstmal auswählen. Welt auswählen. Neue Welt. Sieht, keine Ahnung. Name, was weiß ich, egal. Große Welt will ich. Mach aber einen Code rein, damit nicht Leute beitreten können, einfach so. Oder ein Passwort, wenn du kannst. Das ist in die Welt Zufall. Ich kann. Hier ist noch kein Passwort. Ich klicke einfach auf Verstellen. Gut ist, dass der Kleine vom. Ist nochmal ein Spoiler bei Demon Slayer. Der Kleine bei. Im. Swordsmith Village. Arc. Der Kleine, der die mechanische Puppe von Yuri. Der ist nicht mehr relevant. Nein, stimmt es, dass er im Nachhinein seine Haare so circa so lang wachsen lassen hat wie Muichiro, damit er sich an Muichiro erinnern kann? Achso, das ja. Oh. Das ist cool. Das ist süß. Über Steam beitreten. Hallo. Wird er wahrscheinlich. Es ist nie im Manga, im offiziellen Manga zu sehen. Es ist halt so. Nebenstory. Aber es wurde vom. Ja, es ist Canon. Bestätigt. Ist kennen. Ist es schon in der Welt drin? Es lädt. Ja. Gewässer verteilen. Kakteen aufräumen. Strukturen werden generiert. Und? Mir stand wirklich vor, wie gerade ganz kurz Kakteen einfach nur da. Aber. Kaputt. Letztes Aufräumen. Oh, jetzt habe ich das. So, hier eine klassische Welt. Ich will. Oh, warte mal. Steam-Mehrspiel aktiviert. Zulassende Nutzer. Nur Einladung, nur Freunde, nur mit Einladung. Okay, nur mit. Nur Freunde. Ach, nur Einladung. Scheiß drauf. Musst du mich aber einladen. Ah, werde ich schon finden. Freunde können auch einladen. An. Start. Serverpasswort. Oh, warte mal. Dann. Was? Nächstes Mal ist ein neuer Passwort, glaube ich. Charakternamen eingeben. Rafi. Absenden. Dann erstelle ich mir jetzt. Ich muss hier mal ganz kurz Ordnung machen. Man sieht bis was in meiner Cam. Ich bin eine Frau! Ich denke mir nicht drüber. Also meine macht so. Ah! Wenn ich Damage kriege. Das wollte ich nicht. Egal. Aber bin ich eine Frau? Also ich sehe männlich aus, also bin ich ein Mann, ja. Ich bin eine Frau, Mann. So, warte mal, so kann ich das machen. Das hässliche Haare, ey.
Bist du hier? Nein, ich mach meinen Charakter noch. Bei mir ist mich gerade so ein Typ. Ja, das ist, glaube ich, ein NPC-Typ. Ich weiß nicht, doch nicht, Mann. Ich weiß nur, man kann auch so Räume bauen, wo Leute einziehen. Die kannst du Sachen machen. Wenn ich wissen, was du mit dem machen willst. Ja, handeln, glaube ich. Ich muss, glaube ich, ein Bett. Und. Mach ich mein Outfit komplett schwarz? Nein. Sei gegrüßt, Zenny. Gib etwas, was ich für dich tun kann. Kann ich meine Arbeitsklamotten Style machen? Ja, ich mache aus Langeweile Arbeitsklamotten. Ach, und was ich craften kann, wird mir auch so angezeigt. Okay. Okay, dann. Niki beitreten. Das steht doch. Server erwartet Passwort. Udo Stress. Bruno, Udo Stress. Patro, das ist 4. Er ist da. Hallo. Hallo. Warum bewege ich mich so langsam? Langsam? Schon normal, oder? Ja. Jetzt will ich einmal wissen, wie ich rumstöhne. Ist das ein guter Moment zu sagen, Ist es ein guter Moment, um zu sagen, dass ich überhaupt keinen Plan von diesem Spiel habe? Ich habe auch keine Ahnung. Also, ich hab's mal gespielt, auf jeden Fall. Mal. Ich weiß auch nicht, ob das schlauer ist. Zusammen wohnen, getrennt wohnen, ich hab keine Ahnung. Oder man nutzt ja eh mehrere Welten, ne? War ja so, ne? Man nutzt ja mehrere Welten, weil jede Welt hat nicht alles. Echt? Ja, ja. Ich hab Kupfer. Ein Kupfer. Und eine Stelle hat einen Regenschirm. Jetzt geht's los. Ah! Oh Gott, ich werde vom Flugzeug angegriffen. Wo sehe ich denn meine Leben? Ah, ich bin normal. Oben rechts. Das sind die Herzen. Logischerweise. Ich stöhne aber normal. Ich bin Typ. Ah. Das ist ein blauer Schleim. Okay, was kann ich machen? Kann ich Fackel machen? Wie öffnest du dein Inventar? Mausrad. Mausrad? Bei mir bewegt sich da nur mein Inventar, also was ich in der Hand halte. Achso, wie habe ich das gemacht? Ich habe mit dem NPC-Mensch geredet und habe auf Herstellen geklickt. Seitdem habe ich das Ding so offen. Ah, Escape. Warum öffnet man mit Escape kein... Ah, Escape war's. Gibt es eigentlich im Spiel auch eine Schaufel? Ja, aber ich habe auch keine Ahnung, wie man hier gut baut, ne? Hallo. Aber ich werde sterben. Ich habe noch ein Herz. Und mich greift ein Schleimer mit Regenschirm. Ich habe mir erledigt. Ja, wie kommen wir denn eigentlich jetzt Terraria zu spielen? Willst du es den Zuschauern erklären, wenn wir auch Zuschauer haben? Stimmt, aber Zuschauer. Langeweile. Nein, keine Ahnung, hä? Wie kam es nochmal? Du hast einfach gesagt, Bock auf Terraria. Du hast es einfach gesagt. Ich hab gesagt, ich schlag dir Spiele vor und du sagst, zu wie viel Prozent du die mit mir spielen würdest. Und da habe ich dann Terraria gesagt und du hast gesagt 10 von 10. Weil ich danach gesagt hatte, dass ich keine Ahnung habe, wie Terraria funktioniert. Ja, ich habe Terraria auch keine Ahnung, deswegen... Ich buddel wahrscheinlich einfach nur geradeaus und wahrscheinlich wie macht seine Hände über den Kopf und denkt sich so, na, was macht der junge Mann da? Ja. Hm? Was? Ja, irgendein Zuschauer wird denken, was mache ich für eine Dummheit? In dem Spiel ist es aber auch so, dass nachts gefährlich ist, ne? Echt? Meine ich. Ich bin full life. Oh, ich auch. Man heilt sich über Zeit. Okay, ich habe eine Bombe bekommen. Und ich habe Leuchtstäbe. Ich mach einfach mal, ne? Ich hab eine Fackel. Ich teile den Loot mit dir, wenn ich was Gutes hab, ne?
Aber ich glaube, ich krieg jetzt. Was habe ich hier? Sinnerz. Ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Die bleiben auch in der Luft hängen, sobald man das abbaut. LOL! Ich glaube, unser Anfangstyp wird sterben. Der kämpft gerade. Rückruftrank, teleportiert dich nach Hause, okay. Wurfstern. Bist du ganz? Bist du das? Nein. Spawn. Bist du? Bist da unten ganz? Ja, ich hab ihn nur angebuddelt. Jawohl! Ein Speer. Der macht nicht viel Damage. Also er macht jetzt nicht viel Damage. Also er macht ein bisschen mehr Damage als das Holzschwert, aber ich glaube nicht, dass er stark ist. So. Kein besseres. Ich weiß gar nicht, ob es so schlau ist, die ganzen Erze hier zu sammeln. Oh, mit M kann ich alles sehen, was du machst. Kannst du meine Sicht auch sehen bei M? Also, ich kann deinen Kopf sehen, wo du bist. Was bei mir ne? Bist du? Wie bist du da unten? Einfach hierher gegangen. Lebenskristall. Lebenbogen zum. Wie revive ich? Man wird noch Zeit, wie es kommt. Ja, ja. Warte. Lebenskristall, Verbrauch von Batterie erhöht deine maximale Lebenspunkte um 20. Wie mache ich das? Rechtsklick. Linksklick. Oh. Ich werde angeort. Weg. Sehr gut. Ich weiß, ich sehe schmackhaft aus, aber ich bin nichts für LOL. Behalt meine Sachen. Ja. Komm runter zu dir. Ich bin tot. Oh. Da leuchtet irgendwas. Es leuchtet da. Ein Zombie. Ich kann. Au, oh, 13 ist ein Zinnbahn. Ich hab 13, glaube ich. 15. Ich mache mal ganz kurz die ganzen Bahnen. Na cool, was ich jetzt vielleicht machen kann. Hat sich was geändert. Ich kann eine Kiste machen. Tür. Pfeile, Feuerpfeile. Okay, ich mache mir jetzt mal eine Wolfram-Spitzhacke, denke ich mal. Noch eine Kette machen. Oder Zinnwerkzeug kann ich auch machen. Musan ist hier, Achtung! Du kannst während des... Ah, ah, ah! Während des Kampfes kannst du auch kämpfen. Ja, ich habe zu spät gedrückt. Oh lol, ich habe 130 Seile. Ich glaube, ich kann mich so einfach nach unten bauen. Und dann einfach Seile planten. Kann ich die von unten nach oben planten? Irgendein Material und davon ganz irgendwie viel. Also, ja, musst du Erze. Das ist ein Luftballon. Luftballon? Heißluftballon. Was ist das denn? Yeah. Darf ich denn mal sehen, wie du auf Arbeit aussiehst? Discord aber dann bitte, ne? Achso, du hast ja nichts anderes. Hä, wie machst du das aber jetzt eigentlich mit deiner Mom? Mom? Falls sie dich anschreibt oder irgendwas. Achso, geht ihr auch über PC. Ja, ich habe auch das Weckerproblem gelöst. Wie denn? Ich habe einen PC-Wecker. Ich schlafe am Computer. Du hast einen PC-Wecker? Im Internet halt, ne? Gibt Seiten dafür. Ja, gib mal einen Online-Wecker. Ich versuche die im mental auszublenden. Weil sie gruselig ist oder weil du keinen Bock drauf hast? Ich weiß nicht, was ich so sagen soll. Oh. Ich habe meine erste Bombe geworfen. Hast du jemanden getroffen?
Oh, es kann fliegende Fische oder was das sind. Was sind das eigentlich für Viecher? Irgendein Flughafen.